Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Prey. Wir haben in der letzten Folge das Intro gemacht und ein paar Tests. Da kam so ein komisches, tentakeliges, schwarzes Ding. Und jetzt sind wir auf einmal wieder hier. Entweder wir haben das geträumt, was ich bezweifle. Oder wir haben was falsch gemacht, müssen nochmal anfangen. Weil hier liegt das ganze Zeug wieder rum. Oder, wir wurden jetzt... Ach Gott, ich kann das alles mitnehmen? Ach komm. Oh. Oh. Hui! 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 6 E-Mails haben wir jetzt. Was? Verschwinden? Gefahr, Gefahr, Gefahr? Von January? Gefahr, 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 Gefahr. Okay, wir haben scheinbar doch nichts falsch gemacht. Ich glaube, das sind alles eh nur dieselben Dinger. Hui! Hui! Yay, yeah, alles schmeißen! Ich randaliere. Hui und hui! Kann ich auch meinen Wecker wegschmeißen? Der hat mich immerhin geweckt. Nö. Ach, doof. Ich habe das Gefühl, wir wurden... Ach, warte mal, ich war hier noch gar nicht drin. Ja, gut. Hier scheint auch nichts sonderlich Interessantes zu sein. Aber ich schätze mal, entweder wir wurden zurückgepackt, um das zu vertuschen, was passiert ist, was wir gesehen haben, oder es hat einen anderen Grund. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und... Okay... Verschlossen. Jetzt wird's gruselig. Verschlossen. Patricia. Ach, das war die von vorhin. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Sieht die denn aus? Fliehe aus dem Apartment. Ja, genau. Ey, die hat ein Loch in der Hose. Ah, das waren nur Blumen. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Verschlossen? Hä? Hä? Ging es hier nicht normalerweise weiter? Ja, ich leg mich einfach ins Bett und schlaf weiter. Kann ich denn jetzt raus? Hä? Willst du mich verarschen? Was ist das denn hier? Fliehe aus seinem Apartment. Sag mal, war das nur so ein Testbereich? Guck dir das an. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Ah, das ist noch nicht mehr. Das war nicht meine richtige Wohnung. Oder war das doch die richtige Wohnung und ich war die ganze Zeit nur so ein Versuchskaninchen? Eine Notiz. 22. Februar 2035. 0 bis 0:37. Was rede ich denn da? 0 bis 7:30 schläft. 7.31 Uhr wacht auf, stellt Alarm ab. 7.32 Uhr schaut auf Transcribe. 7.34 bis 55 am Computer, verschiedene Aufgaben. 8.04 Uhr duscht. 8.26 Uhr legt Uniform an, verlässt Apartment. Alter, ihr kranken Bastarde hier. Na, wenigstens ist hier kein Glas, also mich beim Duschen beobachten. Oh, wie mies. Notfallwagen. Haben wir hier? Hier ist nichts. Also hatte ich die ganze Zeit noch nicht einmal ein richtiges Apartment, sondern das war die ganze Zeit nur so ein Testbereich, habe ich das Gefühl. Ah. Eine Tareppe. Das ist doch irgendwie gruselig. Oh, guck mal, hier ist unser... Ich habe das Ding kaputt gemacht.
Ich mach so einiges kaputt. Was haben wir hier? Hui! Was haben wir denn da? Das nehmen wir mal doch mit. Boah, irgendwie ist das gruselig. Hör auf. Mach keinen Scheiß, Junge. Wo ist er denn? Da. Geh weg. Geh weg. Was, Alter. Unbekannt. Boah, mein Herz. Was? Mimiktumor. Nehmen Nekropsie benötigt. Ich habe gewusst, dass irgendwas mit dem Ding nicht stimmt. Warum war das plötzlich? Das lag nämlich hier vorne. Ich dachte, ich hätte das dahinter geschmissen jetzt erst. Alter, die Viecher können sich tarnen. Ach, deswegen die Tasse vorhin. Deswegen, hör, die Tasse ist ja leer. Ach, komm. Oh, ist das böse. Oh. Hä? Die war doch zu. Ich habe doch probiert, da rauszugehen. Die war doch zu, gerade eben noch. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Schließen. Öffnen. Schließen. Ui. Hui. Kann ich hier durch? Hallo? Hallo? Ich bin gerade so dezent angespannt. Ich glaube, das merkt man. Oh Gott. Rohrzange. Die Industrierohrzange Hephaistus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal über Transstar-Einrichtungen. Eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanische Auseinandersetzung. Benutze Taste 1 zum Schwingen. Hinweis, halte Taste 1, um für den maximalen Schaden aufzuladen. Also so. Also hier bei rechts tut sich irgendwie gar nichts. Was? Simulation Debriefing. Der beobachtet mich. Lass mich in Ruhe. Ach so, da haben wir ein Dingens. Jetzt haben wir eine Notiz. Fertigungsauftrag Nummer 65489. Lieferung an Markus Simmons. Fabrikationsabteilung. Kompletter Bestand fehlerhaft. Mit Fabrikation sprechen. Eine Notiz. Passwort ICOP 0876. Eieiei. Oh, Entschuldigung. Erinnerung an die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt aus... Hallo? Jetzt. Achso, ich muss wahrscheinlich da unten drücken dann. An unser Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7 Passwortsicherheit. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Verschicken Sie niemals Passwörter in E-Mails, Transcribe-Gesprächen oder auf anderen Kommunikationswegen. Notieren Sie niemals Ihr Passwort und hinterlegen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort könne anderen Personen bekannt sein. Anwender haften für alle Aktivitäten an nicht gemeldeten, kompromittierten Arbeitsterminals. Kommentar zu heute Morgen. Ich finde übrigens seine Namen sehr merkwürdig. Vor allem finde ich das gruselig, wenn es heißt Guten Morgen, Morgen. Ich finde das irgendwie, ich weiß, ich hätte mir da nicht einen anderen Namen nehmen können. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Miss Elasa und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern.
Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Oh, dem geht's wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, dem guten Mann. Misslungene Installation, Simmons. Die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die konkreten Neuromods, die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit den Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Alex, also mein Bruder war offenbar involviert. Das macht natürlich nicht so einen tollen Eindruck. Das Ding ist gruselig. Computerwagen, da ist nichts mehr. Hör auf, mir ins Ohr zu brummen. Das ist nicht schön. Klettern. Ja klar, kletter da drauf. Warum auch nicht? Guck mal, jetzt siehst du mehr. Hui. Untersuchen. Achso, ja, wow. Ich hab... Oh, ist das doof. Ich habe leider kein Passwort. Ich habe jetzt ehrlich gesagt richtig Angst, irgendwas hier anzufassen, weil ich... was ist das da hinten? Das erinnert mich verdammt an diese komischen Krallen bei Dingensens. Ach, guck mal, hier bin ich rausgekommen. Das erinnert mich doch sehr, sehr stark. Hä? Oh, das habe ich wohl übersehen. Erinnert mich sehr stark an diese komischen Krallen bei Dead by Daylight. Das ist gruselig. So, wo war ich stehen geblieben? Hä, das ist schon wieder meine Bude. Alter, wie viele Spezialeingänge gibt es denn hier bitte? Ach, genau, hier war ich. Da ist Exit. Da war der Aufzug. Hallo? Boah, hör auf mit dem Scheiß. Boah, Leute, hört auf mit diesen Geräuschen. Das ist gruselig. Lass den Scheiß. Bin ich eigentlich noch... Nee, ich dachte, ich wäre am Schleichen gerade. Kam mir so lahmarschig vor. Ist alles okay bei dir? Wahrscheinlich nicht. Ersatzteile, Aufzug. Alter, das ist voll unheimlich. Ein Medikit. Was? Drücke T? Nee. Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Weißer Schnellauswahl, Waffen und Kräfte zu. Ja. Q. Y. Oh, da ist irgendwas. Das gefällt mir nicht. Ich will da nicht hin. Ich habe Angst. Neuer Anruf. Typhokoplasmus. Jeder nennt sie Mix. Was ist das? Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Aufs Maul, Junge. Alter. Alter, ich hab Gänsehaut. Aber ich finde das cool, dass man hier voll demolieren kann. Hui. Und ja, achten Sie drauf, was Sie aufheben. Das ist echt böse. Was? Ein Psy-Hypo? Das klingt irgendwie nach Mana Restore. Zerknülltes Papier. Was haben wir denn hier? Ein Kommentar zu heute Morgen. Schon wieder. Ich weiß heute Morgen. Morgens Verhalten. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen.
Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgan erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan, wie erwartet, alles über den vorigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Hä, waren wir aggressiv? Wir waren doch gar nicht aggressiv. Was hatten wir für Komplexe? Wir waren doch gar nicht aggressiv. Wir waren doch ganz brav. Ach, das sind die Testkammern hier. Ich verstehe. So, ich denke, ich werde jetzt die Folgen wieder auf 20 Minuten setzen, weil die Anfangsfolge war halt doch sehr, sehr lastig und sehr, sehr leselastig und sehr eindruckslastig. Deswegen werde ich da... Ich will erstmal erkunden. Deswegen werde ich da... oder habe ich da die 30 Minuten gemacht, weil wir haben ja noch nicht sonderlich viel gehabt. Ich... Der Gute ist auch noch müde, seht ihr das? Bäh. Komm. Komm. Was machst du für Verrenkungen? Yeah. Ii. Mimikleiche. Oh, ein Apfel. Was Gret Mikkelsen? Ein Apfel. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Ja, noch einer. Batz. Ih, was war das denn gerade? Mülleimer. Mich wundert es nur, dass man sich hier nicht an den Scherben verletzen kann, wenn man hier durchläuft, ohne dass man alles kaputt gemacht hat. So, was haben wir hier? Simulationsszene. Hinweis bei technischen Problemen. Bitte Lorenza Calvino oder Mio Okabe kontaktieren. Energie? Okay, okay. Was Looking Glass an? Okay. Looking Glass aus. Ach, krass. Was haben wir hier? Dach von... Boah, warte mal. Wenn das jetzt hier... Oh, wie mies. Ich glaube, wir haben das Gebäude eigentlich niemals richtig verlassen. Kann das sein? Dach von Transtar? Oh, wie gemein. Oh, wir haben das Gebäude offensichtlich... Wir waren die ganze Zeit offensichtlich doch in diesem Testlabor. Und... Oh, Alter. Oh, Alter. Okay, ich glaube, das wird tatsächlich noch richtig heftig werden hier. Das war alles nur simuliert, das war alles gar nicht echt. Wir sollten eigentlich nur irgendwelche Tests wahrscheinlich machen und dann ausrangiert werden, weil wir es irgendwie nicht gepackt haben. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja heftig. Das fängt echt schon gut an. So, weiter geht's. Weg damit! Lecker. Ach du Scheiße. Haha, hallo. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Ah, ausgebrochen? Baseballhandschuh. Ersatzteile. Bananenschale, hä? Eh?
Wie, die sind ausgebrochen? Sind das Experimente oder was? Oh, guck mal, den hat sogar die Schuhe ausgezogen. Biologisch gefährliche Abfälle. Klar, in einem Schrank. Natürlich, das macht auch voll Sinn. So, was haben wir hier? Test nächste Woche. Hallo Jovan, wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen. Und zwar folgendermaßen. Raum A, Wirkungsbereich. Raum B, Nachahmer. Raum C, geisterhafte Fernwirkung. Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. Ein Kommentar zu heute. Ach ja. Dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass es so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anderes diese Daten findet. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, jetzt... Ich glaube, das ist nur so ein bisschen Gewohnheit von Fallout, hier die ganzen Tasten zu drücken.